ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Ja, das ist doch sehr schön und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Skyrim. Ja, ich hab wohl letztes Mal doch ein bisschen schlecht gespeichert. Kommt ihr nicht mit? Nö, das ist irrelevant, ich bin eher ein Einzelkämpfer. Warum kämpfen wir uns den Weg nicht einfach frei? Das also ist euer Plan? Selbst wenn ihr das überleben würdet, wären die Dokumente verschwunden, bevor ihr hineingelangen könntet. Wir sind wegen der Informationen gekommen, schon vergessen? Vertraut mir, ich mache das schon sehr lange. Meine Methode ist besser. Ach ja, besser vielleicht, aber auch langweiliger, denke ich mal. Naja, wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skewa treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Ja, zum Beispiel, wo ist dieser Ort, wo ich hin soll? Seid ihr sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Hat sie ja schon gesagt. Und was mache ich, wenn ich es in die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Okay, ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich Malborn getroffen habe. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Ach halt, in Einsamkeit treffen. Ach, es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt In Einsamkeit treffen Ragnar uns, das trifft sich sehr gut. Oh nee, jetzt singt der Ragnar der Rote, Leute. Schnall auf! Oh mein Gott, ich will das nicht hören. Ah, meine Ohren, raus hier. Heieiei. Ja, nach Einsamkeit wollte ich nochmal reisen, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war in Einsamkeit doch auch die Magiergilde nicht, aber zumindest konnte man da doch so viele magische Bücher und so weiter kaufen. Wurde mir doch mal berichtet. Nun gut, schauen wir mal eben auf die Map, beziehungsweise ins Journal. Triff Malborn in Einsamkeit. Okay. Bezwinge Quenel haben wir hier auch noch. Genau, das war die Sache. Finde Hinweise über Thoralds verbleibt. Und eine Menge Krams hier. Uiuiui. Ja, ich glaube, wir könnten erstmal das hier ruhig machen. Verstummte Zungen. Bezwinge Quenel. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo dieser Ort nochmal war. Ah, hier oben. Volunrud, genau. Dann reisen wir da doch mal schnell hin. Bin ich mal gespannt, ob wir inzwischen vielleicht schon stark genug sind, um gegen Quenel jetzt anzutreten. Beim letzten Mal hat er uns ja doch recht schnell gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Aber vielleicht passt das jetzt ja schon. Ach genau, das war dieses coole Ding hier, wo man auch von oben reingehen musste. Also das ist ja auch so eine Art Drachengrab dann hier scheinbar. Also so sah zumindest auch das andere Teil da aus. Merkwürdig, wie sie scheinbar damals die ganzen Höhlen bzw. Gräber angelegt haben. Na gut. Können wir nun auch nicht mehr ändern. Moment mal, lag da Gold? Ja. Okay, warum zum Teufel ich das Gold nicht mitgenommen habe, weiß man nicht. Und wer ist denn jetzt hier vorne auf einmal? Moment. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Gleich mal ein Pfeil ziehen und ein Drogerwicht. Oh, der hält sogar ganz gut was aus, scheinbar. So, komm mal her. Und wollen wir doch mal hier gleich... Oh,
Ja, gleich den Finishing-Move machen. Zack. Schädel eingeschmettert, so wie es sich gehört. Und der Drogerwicht hier. Ja, wo kommt der denn auf einmal her? Das wundert mich jetzt ein bisschen, muss ich ja mal ehrlich sagen. Wir öffnen hier einfach mal die Tür, würde ich doch mal meinen. Und ja, scheinbar muss ich aufpassen. Es gibt wohl wieder ein paar neue Droger, die hier ihr Unwesen treiben. Wir sind auf jeden Fall noch unentdeckt momentan. Nicht, dass der Bengel jetzt auch noch wieder deutlich schwerer geworden ist. Begräbnisurne. Gold. Inventarmäßig sah es doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, haben wir wieder über 50 Plätze frei. Ich höre hier doch schon wieder jemanden. Oder ist das schon Quenel? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Richtig, genau. Da hinten sitzt er. Okay, ich mache hier einen Quick Save, da ich ja, wie gesagt, nicht genau weiß, wie stark er nun wirklich ist. Und wir könnten ja zumindest mal hier Gesundheit senken auf unseren ersten Schuss machen. Wollen wir mal gleich mal so ein bisschen ranzoomen. So. So, Quenel die Zunge. Oh, ihr seht schon. Ja, doch, der hält scheinbar ein bisschen was aus. Dann sollte ich vielleicht nochmal bei Objekten zumindest den einen Trank nehmen. Also erstmal können wir hier noch Gift drauf machen, auf den Knüppel. Und dann machen wir nochmal schnell, wie heißt das nochmal hier? Ich will das meine Zweihand, genau, Zweihand verstärken. Mit Feuerresistenz, ja gut. Warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. So, Quenel. Kommst du oder traust du dich nicht? Na gut, ich kann auch gerne noch mal ein bisschen dich mit meinem Bogen bearbeiten. Oh, da steht schon wieder ein Droger-Geißel ist es. Steht da hinten auf. Oh, die scheint sogar auch einiges auszuhalten. So, warum hat die jetzt keinen Bock, mich anzugreifen? Ihr seht mich doch. Leute, ihr seht mich doch. Ja, ich kriege aber doppelten Schaden für einen Schleichangriff. Komischerweise. Boah, Alter. Was erschrickst du mich denn so? Junge, ey, du bist doch bescheuert. So, siehst du wohl? Ich habe nämlich auch einen geilen Schrei und damit haben wir unser Fussrodar jetzt zum ersten Mal hier getestet. Oha, der kann Frost widerstehen. Moment, da kann ich doch wahrscheinlich dann aber auch meine Frostdingens ausrüsten. Halskette der Frostresistenz, genau. Und bei Zaubertränke wollen wir doch nochmal schnell nochmal hier Frostresistenz uns gönnen. Und dann könnten wir noch hier 20% mehr Schaden. Hört sich doch gut an. Und ein Zaubertrank der Heilung. Zack. Und dann haue ich da nochmal Gift drauf. Gift, Gift, Gift. Genau, Gesundheit senken. So, und dann geht die Schlacht hier weiter gegen Quenel. Boah. Leute, 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 ey. Da muss ich aber noch mehr Zaubertränke schlucken. Das ist doch nicht normal, ey. Zack. Ach, wir haben ja so viele gefunden. Der Gesundheit, ne, der kleinen Heilung. Oh, 18 Stück, seht ihr wohl. Da können wir uns erstmal schön mit aufheilen. 8 Stück gleich reingepfiffen. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kommt ein starken Angriff. Einmal abblocken und... Boah, das Blocken bringt ja kaum was gegen ihn. Los, das ist unsere Chance. Unsere Chance, komm schon. Boah, jetzt werde ich aber noch wieder beschossen. Das heißt, ich muss wohl oder übel doch nochmal... 1, 2, 3, 4, 5, das sollte genügen. Für einen kleinen Puffer. Ach, da hat er sich einen Frostatronarch wieder mal beschworen. Die Drogergeißel. So, Moment, wir werden mal schön hier mit unserem Pfeil und Bogen. Da ist er. Boah. Macht gut Damage, der Kleine. Hab ich ihn getroffen? Ja. Okay. Ja, gegen Fernkämpfer ist das einfach um einiges sinnvoller mit dem Bogen zu agieren. Boah, der weicht aber auch gut aus. Okay, Leute, unser Fussrodar ist eh wieder ready. Und dann würde ich mal sagen, schleudern wir ihn mal wieder durch die... Gegen die Gegend! Durch die Gegend, genau. Und jetzt, zack, dürfen wir ihn eigentlich besiegen. Und dann ist die... Da genau, der Frostatronarch doch auch Geschichte. Neue Stufe erreicht. Leute, Level 28 inzwischen schon.
So, ich sehe da hinten noch wieder Gegner auf dem Radar. Was ist denn los? Mein Radar zeigt mir immer so viele Gegner an, wo gar keine sind seit neuestem. Ist ein bisschen merkwürdig. So, die geisterhaften Überreste. Was hat er hier? Was? Idui. Das Ziel hat er 10 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Okay, den nehmen wir natürlich mal mit. Das scheint eine besondere Waffe zu sein. Und ich verstehe das nicht. Ich sehe hier keine Gegner. Ich höre hier zwar Leute. Okay. Ich schleiche einfach mal rum. Vielleicht geht's da rechts dann noch gleich weiter. Wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal wieder versteckt. Elixier des Volltreffers, nice. Magieresistenz, starke Ausdauer, sammeln wir uns mal alles ein. So, hier rechts muss es wahrscheinlich sein. Ah, Leute, wie geil ist unser Fusrodar, bitte. Da fetzen die Gegner ja mal richtig durch die Luft. Kruken, Eisenkriegshammer, nee. Hier ist noch ein Stahlpfeil von uns. Gut, dann lasst uns mal zur Truhe gehen und schauen, ob wir hier auch noch irgendwelche geilen Items drin haben. Gold, Nacht über Sentinel nehme ich einfach mal mit, die Rolle der Massenlähmung, Zaubertrank der Heilung, einen goldenen Diamantring, schickes Teil. Vulkanglashelm der Wasseratmung, kann unter Wasser schwimmen, ohne zu ertrinken, geil. Stab des Magierlichts und eine beschlagene Rüstung, nö, die brauchen wir nicht. Geile Sachen. Also diesen Zauber holen wir uns auf jeden Fall da runter, würde ich mal sagen. Oh, da ist noch ein Heiltrank drin. Dann können wir Helme mit Wasseratmung versehen. Wie geil ist das bitte, Leute? So, und hier... Oh, seht mal. Wir lernen hier sogar noch ein Wort oder ein Schrei, je nachdem. Wort der Macht gelernt. Leben. Aura flüstern. Okay. Und auch ihr beiden seid doch blind, oder? Also, das ist ja echt unglaublich, wie geil unsere Stiefel sind, die wir verwenden. Schreie. So, wo ist es? Aura flüstern. Deine Stimme ist kein Schreie, sondern ein Wispern, das die Lebenskraft aller Freunde und Feinde enthüllt. Oh, das hört sich nice an. Ich würde mal sagen, zwei Drachenseelen haben wir sogar noch, dann kann ich die ja noch freischalten. Geiles Ding. Okay, den Droger werden wir uns mal jetzt eben schnappen. Zack. Gleich schön in den Rücken geschossen. Wir sind versteckt. Na komm, wir sind versteckt. Psst, keiner sieht uns. Na, keiner sieht uns, habe ich gesagt. Oh doch, der Droger dahinter sieht uns. Zack. Oder auch nicht. Da kam der Pfeil mal wieder aus dem Verborgenen geflogen und hat sein Ziel trotzdem getroffen. Okay, ich glaube, unseren Bogen können wir wegstecken dann für den Moment. Und ich glaube... Ach, hier, der Droger, genau. Durchsuchen wir nochmal. Nordpfeil, okay, nehmen wir mit. Und hier hinten ist noch einer. So, sehr schön. Okay. Gut, da drüben ist auch noch eine Kiste. Gott, wie soll ich denn an diese Kiste jetzt kommen? Von hier? Nee. Mit dem Wirbelwind-Sprint aber auch nicht, weil da würde ich ja runterfallen. Was ist denn hiermit? Kann ich das... Kann ich auch nicht zertrennen? Okay, ich würde mal sagen... Also hier geht's gleich nicht mehr weiter. Okay, das heißt, wir können uns zumindest diese Truhe hier gönnen. Erstmal die Ohren durchsuchen, da schick Gold. Begräbnisurne. Granatstein, ideal. Können wir immer sehr gut gebrauchen. Was liegt hier noch? Ein kleiner Ehrgarten, na, brauchen wir nicht. Drachenpriesterdolch. Das nehme ich mal kurz mit. Da bin ich mal gespannt. Der Drachenpriesterdolch hat nichts Besonderes, sieht aber eigentlich ganz cool aus. Aber naja. Brauchen wir dann wohl eher nicht. Einen kaiserlichen Helm, ja, ist jetzt auch nicht so toll. Ein goldgroßer Seelenstein, Zaubertrank der Ausdauer und eine Eisenrüstung. Ja, das sind doch schon mal ganz nette Sachen, die wir da gefunden haben. Okay, was ist hier? Kann ich, genau, die Begräbnisurne auch nochmal plündern. Nur ein bisschen Gold. Okay, gut, Leute, ich würde sagen, wir treffen uns dann
beim nächsten Mal hier an dieser Stelle wieder. Na komm schon, fall runter. Und dann schaue ich mal, ob ich da mit dem Wirbelwindsprint hinkomme zu der Truhe. Oder wie das jetzt funktionieren soll. Und ja, bis dahin, macht ihr noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Level Up gibt's auch beim nächsten Mal. Und macht ihr noch einen schönen Tag. Ciao.